habe erstmal die ganzen Leute aus dem Dings geholt. Jetzt muss ich sie nochmal ansprechen und dann kann ich erstmal ein bisschen Fleisch grillen für unseren Dicken. Ich wollte etwas mit dir besprechen. Wir hatten viel Spaß auf unserer gemeinsamen Reise, aber ich kann dir nicht weiterhin folgen. Es ist einfach zu anstrengend. Außerdem gehört es sich nicht für eine alte Dame wie mich. Es ist nur, hat dir schon mal jemand gesagt, wie gluckenhaft du sein kannst? Bitte gib mir etwas Raum, ja? Alter, ihr ruft doch die ganze Zeit nach mir. Ey, Stella, komm her. Ich sei. Wochen. Ja, komm, machen wir gleich 5-mal hier. Dauert zwar ein bisschen, aber hey. Denn der Dicke wollte unbedingt gebratenes Hühnchen. Das kann er haben. Ah. Samen. Hui. Gut, mal noch mal Baumwolle anpflanzen. Eine Idee, was die Bäume betrifft. Wir hatten doch bei dem Raccoon-Typen da ein Liedchen. Ich kann mir vorstellen, dass das Liedchen bewirken soll, dass die Bäume ihre Blätter verlieren, wir die abholzen können und dann neue hinstellen können. Muss ich jetzt trotzdem noch mal rüber? Ob ich will oder nicht? Ich brauche das ja. Aha, du bist auch schon wieder auf dem Schiff. Ja, geil. Ja, auf dem Schiff. Das hätten wir. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Brief von Albert. Bla. Genau, Pflanzen, ne? Im Perfekt, um die Blätter fallen zu lassen. Gut. Komm, Mama. What? Was passiert? Guck mal, die haben gerade doch wieder Äpfel bekommen. Jetzt hätte ich beinahe das Lied gespielt. Zum Glück nicht. Passt schon so, alles schick. Gut, wohin machen wir uns jetzt auf den Weg? Müssen wir mal schauen, was wir hier vielleicht noch in der Umgebung haben. Ah, da drüben ist noch eine Bushaltestelle, das ist gut. Aber ich würde gerne erstmal dort noch was einsammeln wollen. Vor allem dauert es ja noch ein wenig, was das Essen hier angeht. Der Dicke möchte ja auch versorgt werden. Überrascht mich, dass ich da noch keine Heringe rausgezogen habe. Also, was hier ist nicht rausgezogen, aber oben aus dem aus dem Ehrenfeld, wo diese Heringe sind, auf der Minikarte, wo wir uns auswählen können, welche Richtung wir fahren. Ist ja immer so ein Heringspot, kann man ja sagen. Da aber noch nicht reingefahren bin, ist überraschend. Das ist wieder ein Hummer. Aber müssen wir ja gleich ankommen. Was willst du denn? Dir ist schon bewusst, dass du etwas Besonderes bist, nicht wahr? Oh ja, das weißt du. Und wenn nicht, ist das eine Schande. Sieh nur, wie du durch die Gegend läufst und dich um alle kümmerst. Wie du dich um mich kümmerst. Ich hoffe, die sind dir auch alle dankbar. Zeig mir eine Person, die nicht dankbar ist. Und ich werde ein ernstes Wörtchen mit dir reden. Nein, aber wirklich, Erdnüsschen. Du musst stolz sein auf dich und alles, was du hier tust. Bis mordsgut. Ist das witzig. Wow.
Die reden schon wieder. Oh. Da kannst du gleich. Sellerie-Samen wieder. Nice. Haben wir noch was hier zu liegen? Und dann nicht hin. Jetzt. Gut, das hätten wir. Dann quatschen wir mal sie an. Was will sie denn? Ist es dir vielleicht schon aufgefallen, dass Alice nun... Es scheint ihr Mühe zu bereiten, sich an Bord zu bewegen, oder? Ich glaube nicht, dass sie noch Leiter benutzen kann. Ich weiß nicht, ob sie das ansprechen würde. Ich glaube, sie steckt dort oben fest. Vielleicht könntest du ihr Haus noch... Sie ja wieder alles ummodeln. Welches Haus war denn das? Na gut, mache ich mal. Im Moment. Nee, nicht aufwerten. Arbeiten. Oder die Hütte. Da habe ich so ein richtig schönes Loch hier oben drin. Oh, okay, das hasse ich ja. Und das reicht auch nicht. Sieht so scheiße aus. Kann man sagen, was man will. Es ist einfach so. Es sieht scheiße aus. Mach mal die Gästebude hier drüben hin. Das dahin ist hierhin. Dann sollte es eigentlich passen. Ja. So. Sieht halbwegs in Ordnung aus. Das hier gefällt mir zwar nicht, aber ist gerade nicht anders machbar. Gut. So, sagt dir das so zu? Ja, ich höre deinen Mann. Bitteschön, einmal Kirschen. Auch wenn dich das wahrscheinlich nicht satt machen wird. Oh, hallo, du bist. Hast du Eugene gesehen? Er wird wohl wieder in der Garage sein. Wenn du ihn siehst, kannst du ihn bitten, mir meine alte Wolli zu bringen. Was kriege ich hier drin? Meinte er es mit alte Wolli, vielleicht eine Decke, ein Stück Stoff? Sollte es herausfinden und ihr einen Gegenstand geben. Gibt es sowas wie eine Weberei? Was? Aufenthaltsraum, Luftstoß, Gemüse, Webstuhl, ist klar. Sägewerk, Feld, Windmühle, Obstgarten. Schafferch, Hühnerstall, Zerkleinerer. Nicht, dass ich wüsste. Okay. So. Thunfisch sind das. Okay. Bringt das alles nichts mehr? Fehlt was? Ich muss, glaube ich, einen Typen irgendwie loswerden, aber... Ah. Mach das mal. Nicht ganz so einfach. Ich gehe mal hier hin. Ich will mal gucken, was jetzt hier... Ob es da nur diese Thunfische gibt. Oder ob es da auch andere Fische vielleicht... in den Gewässern rumtollen. Wieder bereit.
Oh, das Essen ist fertig. Die Bushaltestelle. Hier wieder den Sellerie. So, mein Dicker, dann kriegst du nämlich gleich was zu essen. Bin ich ja mal gespannt, wie es weitergehen wird. In der Story mit dem hier. Reden, Nahrung. Oh. Würden und das Schiff ist hervorragend. Bratenes Hühnchen. Habe ich doch gemacht, oder? Oder was war das? Grillt. Ach so, ich brauche gebraten. Mache ich den gebraten? Ist da vielleicht ein Rezept für, dass ich das jetzt nicht gesehen habe? Rezept. Das sind echt viele. Ah, hier, gebratenes Hühnchen. Mahlzeit, Seelentröster, Fett. Wo kommt Fett her? Hallo? Keine Ahnung. Probe vom Zerkleinerer, wenn ich die Sonnenblumensamen mache, oder? Wartet mal. Hühnerstall, Schafweich, Zerkleinerer. Eschenritt, Zinkbarn. Steine, Staub? Nee. Ich noch einen Hühnerstall. Ach du. Kraft des Windes zu eigen und mahle das beste Mehl. Mehl, Obst. Heilsam, Holzstämme. Aufenthaltsraum, entspann dich, gönn dir einen Drink, lausche der Musik. Ja. Achso, wir wollten ja hier, ja, Moment. Warte mal schauen. Was jetzt hier an Thunfisch so drin ist oder nicht drin ist, je nachdem. Was ist das denn jetzt für eine Musik? Ah, die auch noch nicht. Ich glaube, der Thunfisch lässt sich schwerer rausholen als irgendein anderer Fisch, deswegen ist der wahrscheinlich auch extra auf der Karte so markiert. Komm schon, kann nicht so lange dauern hier. Laufflossen tun. Das hat aber lange gedauert. Ja gut, also ich glaube, Thunfische so an sich, wenn man ihn fangen möchte, die sind ja sehr ausdauernd. Also ich denke, dass du mit denen ganz schön zu tun hast. Um die richtig müde zu machen, damit du die überhaupt an Land holen kannst.
Na komm. Da haben wir dich. Ah, eine Schneekrabbe. Also war diesmal kein Thunfisch. Okay. Gibt also noch andere Fische. Achso, ich kann mich ja... Ich kann ja keinen Kurs setzen. Ich muss ja erstmal überhaupt eine kleine Runde schlafen. Wenn wir schon die letzte Nacht nicht geschlafen haben, müssen wir wenigstens diese Runde mal nächtigen. Ich wollte gerade sagen, überrascht mich gar nicht, dass die Schafe Mäh machen. Ich würde ja ganz gern mal schauen. Zu ihr wieder das Zeug abholen, werde ich auch machen. Nee, mir geht es gerade darum. Ja, mal, wie mache ich das jetzt am besten? Ich brauche ja immer noch einen von diesen Münzen zum Einlösen. War ich in den Kaltsteinbergwerken schon? Bin der Meinung, ja. Aber ich bin, glaube ich, nicht reingekommen. Wenn mir irgendwas gefehlt hat. Bin aber auch der Meinung, ich muss bei ihm jetzt noch irgendwas kaufen. Weiß nur noch nicht was. Glaube aber, dass es bei ihm da unten eine Erweiterung wieder für mein Schiff gibt, was jetzt zum Beispiel das Reißbrett angeht, dass wir hier irgendwie eine Mühle oder irgendwas mal hinstellen können, was halt gut ist, um Fett zu bekommen, weil ich brauche das ja. Blumenpflanzen, das ist gut. Dann machen wir gleich nochmal. Die sind fertig. Die muss ich rausnehmen hier. Verpasse ich das nächste Gemüse. Das nächste. Ah. Nein, nicht gießen. Okay, und dann, ja, nochmal Sellerie. Und hier immer den Kohlkopf. Oh. Dann sollte es so erstmal wieder passen. Dann schauen wir mal, was unser kleiner Igel möchte. Meine alten Beine tragen mich kaum noch. Könntest du mir vielleicht helfen, zum Bug zu gelangen? Naja, ist ja zum Glück nicht so weit. Ein paar Passagiere werden langsam etwas hungrig. Hast du dir schon Gedanken über die nächste Mahlzeit gemacht? Oh. Hab ich. Das kann dir ja erstmal egal sein. Muss ja Marsha gleich hier vor mir auftauchen. Wisst ihr was? Komm. Immer umarmen. Oh, das war schön, danke. Kein Problem. Ah, wo ist er? Der gleich vor mir auftauchen hier. Wenn du so davor stehst, kannst du glatt Angst kriegen. Aluminiumerz in Massen. Ach, schade.
Oh, Marmor. Sehr gut. Mal wieder ein bisschen Marmor bekommen. Wenn wir das gleiche jetzt nochmal machen. Marmor, ja. Gleich machen wir hier nochmal. So. Gut, ich habe es erledigt. Du kannst gerne wieder abschwirren. Gut, dann setze ich den nächsten Kurs, denke mal auf eine Bushaltestelle oder so. Nee, nicht gießen. So, mach hier noch Baumwolle. Und ja, nochmal Mais. Sehr schön. Dann setzen wir den Kurs von hier aus Richtung Bus. Welcher Bus ist der nächste? Der hier wäre das. Dann wollen wir mal dahin. Gut. Jetzt sieht eigentlich alles okay aus. Ah, die Bäume haben wieder geworfen. Sehr schön. Ach, das Lied ist wahrscheinlich dazu da, wenn ich genug von dem Zeug habe und ich hätte gerne was anderes, tue ich mir was anderes herstellen. Das ist natürlich nice.